Wenn es nach den Ukrainern geht, sieht das natürlich anders aus. Und wir hören jetzt auch aus der Region Bachmut, dass die ukrainische Armee eine Ankündigung hat, man wolle die zerstörte Stadt einkesseln und damit natürlich auch wieder zurückgewinnen. Wie schätzen Sie die Lage dort ein? Also ich sag mal so, ich bin relativ zurückhaltend bei diesem Wort einkesseln, weil für einkesseln brauchen sie so viele Kräfte, die stehen der Ukraine nicht zur Verfügung. Das war auch im Verlauf des Krieges, war auch immer die Rede von die Russen kesseln ein und letzten Endes haben sie nie eingekesselt. Aber ja, es ist so, dass sich in Bachmut, im Prinzip in dem Moment, in dem Bachmut gefallen ist, sich eine strategische Lücke, eine taktische Lücke ergeben hat für die Ukrainer, die sie jetzt nutzen und die sie sehr erfolgreich nutzen. Und sollte Bachmut innerhalb von, ich sage jetzt mal, ein paar Wochen fallen, hat das natürlich große psychologische Konsequenzen. Russland hat mehr als 8 Monate gebraucht, um diese Stadt zu erobern, unter einem hohen Blutzoll. Und die Ukraine wäre jetzt möglicherweise in der Lage, diese Stadt in, weiß ich nicht, 2 Monaten zurückzuerobern. Das ist natürlich, ich sag mal, ein Schlag ins Gesicht für die russische Armee.